Das heißt, ich lade euch ein, zum Sitzen zu kommen, so dass ihr euch wohlfühlt am Anfang der Klasse. Ihr könnt euch gerne wo draufsetzen, wie es für euch angenehm ist. Und spürt als erstes, dass ihr gut am Boden ankommen könnt. Dass ihr euch vielleicht wieder zentriert ein wenig. Und wieder versucht aufzusteigen, so ganz weich mit der Atmung mal in den oberen Bereich, um den auszufüllen. Und mit der Ausatmung wieder ein klein wenig zu sinken, vielleicht ins Becken hinein. Der Herzraum darf offen bleiben. Und dann vielleicht die Augen zu schließen und die Bewegung ganz langsam im Körper wahrzunehmen. Zu spüren, dass ihr euch entfaltet und erdet. Macht das noch so ruhig für 3 Atemzüge in eurem eigenen Rhythmus. Und ich lade euch ein, auch wie es einige von euch schon machen, den Körper zu bewegen. Oder zu schauen, welche Bewegungen kommen wollen, die den Körper machen zu lassen, sie so vervollständigen und dann wieder am Boden anzukommen. Und dann mit der nächsten Einatmung nehmt langsam beide Hände nach vorne und oben. Atmet aus, legt eure Handfläche aneinander. Denkt dran, ihr dürft fluid bleiben. Das heißt, ihr könnt euch bewegen, wie immer das für euch angenehm ist oder euch Ausdruck verleiht. Nehmt beide Hände mit der Einatmung an eure Stirn. Und mit der Ausatmung verneigt euch wieder vor eurer eigenen Intelligenz und Führung und Lebensenergie und bleibt für einen Moment da, ruht für einen Moment in dieser Vorwärtsbeuge auf einer Höhe, die für euch angenehm ist. Und spürt, dass ihr hier vielleicht noch für ein paar Momente abgebt, dass ihr ein bisschen Seite zu Seite geht, dass der Kopf auch abgeben darf. Und dass wir uns an 2 Aspekte momentan erinnern. Das eine ist, dass wir immer wieder uns Ruhe und Raum nehmen dürfen für eine Verbindung zu uns selbst, den Atem zu finden und vielleicht auch ein bisschen spielerisch zu sein, ja, verspielt zu bleiben. Das hilft uns mit unserer kreativen Energie. Lasst die Schultern nochmal zurückrollen. Findet euch gut im Unterbauch. Lasst den Nacken ganz entspannt. Und lasst dann euch mit einer Einatmung langsam wieder hochkommen, zurück zum Sitzen. Und mit einer Ausatmung, wir treffen uns hier und beginnen unsere Klasse. Ich hätte gern, dass wir sowas wie ein kleines Ritual machen für ein Reset. Das heißt, ich lade euch mal ein, von mir mit der Einatmung beide Arme weit zur Seite zu bringen. Und mit einer Ausatmung zu spüren, dass ihr die Schultern gut erdet, sodass der Kopf frei ist. Und wir beginnen mit unserer rechten Hand. Bitte seid mir nicht böse, dass ich nicht spiegelbildlich mitmache. Mit einer Einatmung der rechte Arm kommt nach vorne, so als würden wir über die Krone unseres Kopfes kreisen. Ich gehe nur ein bisschen tiefer, dass ihr mich seht. Mit der Ausatmung darf der rechte Arm am Hinterkopf wegwischen und da was auch mitnehmen. Und dann von hier streckt sich der rechte Arm mit einer Einatmung wieder zur Seite aus. Wir sind wieder empfänglich. Und mit einer Ausatmung können wir beide Hände einmal Richtung Herz bringen. Sehr gut. Von hier, wir kreuzen langsam mit einer Einatmung unsere Handgelenke. Rechte Hand ist vor der linken. Und mit einer Ausatmung gebt dem Herz oder eurem Herz einen Rahmen. Frame your heart. Das heißt, wir lassen unsere Hände gekreuzt zu unserem Herzen kommen. Atmen nochmal ein hier, können unseren Nacken befreien. Und mit einer Ausatmung lassen wir unser drittes Auge oder unsere Einsicht oder auch unsere Vision zu unserem Herzen beugen oder neigen. Schaut, ob die Schultern weit bleiben können. Findet 2 Atemzüge hier, kommt am Boden an. Für 1. Ganz lange ruhige tiefe Atmung. 2. Sehr gut. Und dann von hier, wenn ihr die Verbindung gespürt habt, vielleicht oder euch nur darauf konzentriert habt, hebt mit der Einatmung den Kopf und beide Arme langsam Richtung Decke an. Ihr könnt die Handgelenke noch immer gekreuzt halten, das heißt, wir halten sie noch immer gekreuzt. Und mit einer Ausatmung dürfen die Ellbogen nach vorne zeigen, die Hände nach hinten fallen und wir kommen in Chaya Mudra mit gekreuzten Handgelenken für diese energetische Schließung auch. Und um auch hier zu spüren, dass wir einen Neubeginn Körper machen in der Mitte
oder Mittellinie unseres Wesens. Wir können dann mit einer Einatmung wieder langsam die Arme strecken und hochschauen. Und mit einer Ausatmung dürfen beide Arme sinken. Und ich lade euch ein, wenn ihr wollt, eine Zwischenatmung zu nehmen und zu spüren, dass ihr unter euren Armen sowas wie kleine Wolken habt. Und die bieten euch ein bisschen Widerstand. Und ihr spürt, während die Arme sinken, dass ihr wachst. Vor allem so im Nackenbereich und im Kronenbereich. Super. Sobald die Hände neben euch am Boden sind, atmet nochmal ein in euer Brustbein. Mit der Ausatmung versiegelt wieder an eurem Unterbauch. Hebt mit einer Einatmung beide Arme wieder an. In Position finden unsere Handfläche noch weich und beginnen mit dem linken Arm. Das heißt, er darf als erstes greifen. Handfläche kann sich zum Boden drehen mit einer Einatmung so über unsere Stirn oder unseren Kopf Richtung rechter Schulter. Mit einer Ausatmung, wir können uns was vorstellen, dass wir hier wegwischen, wenn die Hand über den Hinterkopf gleitet. Kommen wir mit der Einatmung wieder mit beiden Armen weit, die Schultern sind gut verankert. Und mit einer Ausatmung kommen beide Hände Richtung unserem Herzen. So, dass wir mal die Energie annähern. Super. Wenn ihr einatmet, bringt eure linke Hand vor die rechte, so dass sich die Handgelenke kreuzen. Atmet aus, lasst die Schultern wieder zurückrollen, lasst die Arme sinken, sodass ihr einen Rahmen für euer Herz habt. Sehr schön. Atmet nochmal ein hier, spürt, dass der Nacken und der Kopf frei ist. Und mit einer Ausatmung lasst die Schultern verankert und die Stirn zu eurem Herzen sinken. Und wir sind da wieder für zwei Atemzüge. Eins. Na gut, letzter. Zwei. Und von diesem Rahmen, den wir unserem Herzen gegeben haben, vielleicht auch mit flexiblem Kopf, flexiblem Denken, kommt langsam mit einer Einatmung wieder hoch mit Kopf und Arme. Ihr könnt gerne eine Zwischenatmung nehmen, wenn die Arme hochsteigen, die Schultern fallen lassen, bis beide Arme langsam über Kopf sind. Wir atmen hier noch einmal ein. Und mit der Ausatmung dürfen die Ellbogen beugen und wir gehen in Chaya Mudra. Sehr gut. Ellbogen so weit, wie es für euch angeht. Der Bauch aktivieren, dann im kreativen Zentrum und heben. Und mit einer Ausatmung dürfen sich unsere Hände wieder voneinander lösen. Wir lassen sie ein bisschen die Arme weit zur Seite kommen, atmen ein hier. Drehen Handflächen nach unten und stellen uns mit einer Ausatmung vor, diese Weite, wenn die Arme nach unten sinken. Sehr gut, spürt das Wachsen und diesen Lift, vor allem auch unter euren Achseln. Super. Kommt mit einer Einatmung nochmal mit beiden Händen zu eurem Herzen. Und mit einer Ausatmung lasst die Arme langsam gehen. Und wir kommen nach vorne mit einer Einatmung auf Hände und Knie. Ich drehe mich gleich um. Und mit der Ausatmung setzt euch für einen Moment in die Kindshaltung. Ich spüre nochmal, dass ihr hier gut ankommen könnt, dass ihr euch ein klein wenig bewegen könnt. Super. Und wir atmen noch für zwei. Eins. Und zwei. Super. Und dann von hier spürt, dass ihr die Schultern wieder gut erden könnt. Lasst den Nacken frei. Und langsam mit einer Einatmung mal hoch auf Hände und Knie. Und mit einer Ausatmung schaut wieder, dass ihr euch gut findet. Mit euren Händen weit gespreizt, wie diese großen, weiten Entenfüße. Dem Nabel aktiv und den Schultern gut geerdet. Wir gehen in Cat-Cow, lassen mit einer Einatmung unser Steißbein sinken, runden unseren Rücken. Der Nabel ist fest, der Kopf der Fallen. Wir dehnen uns nach oben auf und mit einer Ausatmung darf das Becken in die Gegenbewegung gehen. Die Schultern bleiben weg von den Ohren und das Brustband zieht nach vorne. Wir können das noch einmal machen mit einer Einatmung. Uns vorstellen, dass wir diesen Neubeginn in alle Räume unserer Wirbelsäule auch bringen. Mit dem Beginn zum Frühling und mit der Ausatmung wieder in die Gegenbewegung gehen und spüren, dass wir in die andere Richtung gehen mit Steißbein zur Decke, Brustbein ebenfalls zur Decke. Wir kommen langsam zurück mit einer Einatmung in einem langen, geraden Rücken
Und mit einer Ausatmung lasst die Schultern nochmal erden und dreht euch langsam auf eurem rechten Knie. Das heißt, das rechte Knie darf drehen mit einer Einatmung, sodass der Unterschenkel parallel zum vorderen Mattenrand kommt. Und mit einer Ausatmung darf das linke Bein gestreckt nachsteigen, sodass wir in Baringasana Basisposition sind. Unsere rechte Hand ist direkt unter unserer rechten Schulter am Boden. Ihr könnt gerne auch auf den Fingerspitzen sein. Und ich lade euch ein, hier auch zu legen, sodass ihr spürt, dass ihr hier aktiv seid. Euer Steißbein zieht zu eurer linken Ferse und der rechte Arm, der linke Arm, Entschuldigung, darf hochkommen zur Decke mit einer Einatmung. Und mit einer Ausatmung spürt wieder, dass ihr die Schultern gut erdet, verankert euch im Nabel und lasst langsam mit einer Einatmung euer linkes Bein heben. Atmet aus, spürt, dass ihr mehr an Stabilität gewinnt, wenn ihr die Erde nützt und hineindrückt. Bleibt in eurem Unterbauch, findet vielleicht, feuert das vom Pilates gern die Rippenbögen. Und wir atmen hier noch für drei. Wer eine Challenge braucht, beugt das linke Bein mit der Einatmung, greift nach hinten mit der linken Hand und kommt in Chapasana. Wir sind bei zwei. Und drei. Ja gut, vom Zentrum, lasst langsam mit einer Einatmung wieder lösen. Wir treffen uns hier alle, atmen aus, stellen langsam den linken Fuß ab. Die linke Hand kommt zum Boden. Sobald der Fuß links am Boden ist, können wir uns am rechten Knie drehen. Mit der nächsten Ausatmung mit dem linken Bein zum rechten steigen und wieder in Cat-Cow kommen. Das heißt, mit einer Einatmung diesmal vielleicht die Gegenbewegung mit Steißbein Richtung Decke, Brustbein Richtung Decke. Und mit einer Ausatmung Nabel bei der Wirbelsäule das Runden. Mit einer Einatmung die weite Länge. Nabel ist da, Schultern verankert. Atmet aus, Gegenbewegung. An der Rhythmus, diesmal Rhythmus rund. Sehr gut, findet euch im Unterbauch. Kommt langsam zurück wieder mit der Einatmung in einen neutralen Rücken. Atmet aus. Schaut, ob ihr umsteigen wollt, sodass ihr wieder gute Basis habt, vor allem bei eurer linken Schulter über der linken Hand. Wir beginnen uns zu drehen mit einer Einatmung auf unser linkes Knie. Ihr könnt hier den Arm immer nachsteigen, stellen, atmet aus. Das rechte Bein steigt zur Seite mit der Einatmung, die Ferse ist ungefähr auf Höhe des Knies. Und mit der Ausatmung findet wieder euren Unterbauch und die Verbindung von eurem Steißbein zu eurer rechten Ferse. Super. Gebt langsam den rechten Arm hoch zur Decke. Atmet ein. Atmet aus, kommt nochmal in den Nabel und hebt mit einer Einatmung, wenn ihr wollt, das rechte Bein vom Bauch weg vom Boden. Parallel zum Boden, langsam. Atmet aus, zentriert euch wieder im Bauch. Wenn ihr wollt, bleibt hier. Oder wer will, beugt mit der Einatmung das rechte Knie und greift mit der Ausatmung zum Fuß, stabilisiert euch wieder in den Rippenbögen, spürt die Hände pressen, wir sind, oder die Hand pressen, wir sind bei zwei. Super, Leute. Bleibt offen, zur Seite gedreht. Drei. Sehr gut. Und dann von hier findet wieder euer Zentrum. Streckt langsam von hier mit einer Einatmung, wer das Bein gebeugt hat, rechtes Bein, rechten Arm. Wir treffen uns, atmet aus. Rechte Hand zum Boden, linkes Knie dreht. Sobald die Hand am Boden setzt, rechtes Knie setzt ab. Und ihr kommt nach hinten in den abscheuenden Hund. Findet euch hier wieder mit beiden Füßen gut geerdet. Erlaubt euch, dass die Schultern zurückrollen. Und beginnt sanft hier zu pulsieren. Mit einer Einatmung darf sich der Rücken runden, wie bei Cat-Cow. Mit einer Ausatmung spürt, ihr zieht euer Becken weg von eurem Schultergürtel, der Kopf gibt nach. Wir machen das noch zweimal. Atmet ein, rundet euch. Atmet aus, Länge weiter, zwei. Super, lasst das Becken ganz ausleeren. Beugt die Knie, wenn ihr wollt. Letztes Mal. Atmet ein und aus, drei. Na gut, und dann verankert euch gut in eurem Zentrum. Lasst den Kopf ganz, ganz relaxed. Fließt durch Push eurer Füße mit einer Einatmung nach vorne in die Planke. Atmet aus, lasst die Schultern wieder zurückrollen, kommt in die Rückseite eurer Beine, aktiviert die, findet den Unterbauch. Atmet nochmal ein hier. Mit der Ausatmung setzt langsam die Knie am Boden ab.
Legt die Füße um, lasst die Schulterblattspitzen nochmal erden. Atmet ein, hebt das Herz. Mit der Ausatmung beugen die Ellbogen und wir kommen langsam, Schultern gut geerdet, nach unten zum Liegen. Sobald ihr ablegt, lasst die Schultern zurückrollen. Spürt die Ellbogen ziehen weg von euch, kommt in den Unterbauch. Kopf führt nicht, Kopf fließt mit einer Einatmung Herz hebt. Wir kommen hoch in die Cobra. Kopf ist super, super frei. Atmet aus, findet euch im Unterbauch, zieht nochmal Herz weg vom Nabel und fließt mit freiem Nacken nach unten zurück zum Liegen. Lasst das Becken leicht kippen, kommt mit einer Einatmung hoch auf Hände und Knie. Super. Und mit einer Ausatmung in den abscheuenden Hund. Findet euch hier wieder mit Unterarmen weit gestreckt oder Ellbogen gestreckt, Unterarme weit nach vorne schiebend, Knie gebeugt. Und wir pulsieren mit der Atmung ganz langsam für 3, 1. Ja, eine kleine Bewegung an 2. Und letzter. 3. Sehr gut. Und wir beginnen heute mit dem linken Bein. Das heißt, dass das rechte Bein zur Mitte der Matte kommt. Und mit einer Einatmung das linke Bein, Zehenspitzen bleiben zum Boden gedreht jetzt noch, hochkommen zur Decke, so weit wie das angenehm ist für einen unteren Rücken. Atmet aus, verankert euch wieder in den Schultern, lasst den Kopf gehen. Von hier, wir öffnen die linke Hüfte, das heißt, der rechte Sitzbein hat gerollt unter uns, das linke Bein kommt hoch, wir atmen ein. Mit der Ausatmung findet die parallelen Schultern, so dass die linke Schulter nicht hochdreht zur Decke. Atmet ein, beugt euer linkes Knie, lasst das Knie Richtung Decke kommen, den linken Fuß Richtung rechtes Gesäß. Mit einer Ausatmung vom Unterbauch streckt euer linkes Bein. Spürt euch nochmal am Boden und oben in der Luft, atmet ein. Und mit der Ausatmung zieht euer linkes Knie zur Brust, bringt die Schultern über die Handgelenke. Wer müde ist, legt das linke Knie ab und wartet hier. Ansonsten, wir strecken das linke Bein nach rechts, in einer Linie mit unserer Hüfte, lassen die rechte Ferse fallen und heben mit einer Einatmung den rechten Arm. Lasst die linke Schulter gut verankert. Atmet aus, beide Füße pressen, rechte Hand kommt zurück zum Boden. Wir lassen die rechte Ferse hochdrehen zur Decke, atmen ein, atmen aus, legen kurz das linke Knie ab, legen das rechte dazu und machen einen Handgelenksgegenstretch. Das heißt, beide Handrücken kommen zum Boden, der Kopf darf sich drehen, die Schultern bleiben verankert und wir können uns ein bisschen von Seite zu Seite waven. Noch für 2. 1. Zwei. Sehr gut, findet euch wieder im Unterbauch. Und langsam mit leichten Push zurück von den Handrücken auf eure Hände. Atmet ein, Hände kommen zurück zum Boden. Atmet aus, verankert die Schultern. Steigt mit einem Bein zurück mit der Einatmung, mit der Ausatmung mit dem anderen dazu. Wir heben das rechte Bein. Atmen ein, hoch zur Decke. Zehenspitzen zeigen zum Boden vom rechten Fuß. Wir atmen aus, finden Nabelrippenbögen, Schultern parallel. Achten auf unsere Schultern, wenn wir mit der Einatmung das rechte Bein gestreckt hoch zur Decke heben. Atmen aus, unsere Sitzbeinhöcker küssen sich, wenn unser rechtes Knie beugt. Rechte Schulter parallel bei der linken. Atmet ein, zieht das rechte Knie höher. Atmet aus, lasst den rechten Fuß Richtung linkes Gesäß fallen, bleibt im Unterbauch. Und dann atmet ein hier, streckt langsam euer linkes Bein. Atmet aus, kommt nach vorne, Knie zur Brust, Schultern über die Handgelenke. Wer müde ist, legt das rechte Knie ab, wartet hier für einen Moment. Ansonsten steigt mit einer Einatmung mit dem rechten Bein nach links, langer neutraler Knöchel. Atmet aus, linke Ferse fällt wie in Vira 2 und wir lösen den linken Arm, rechte Schulter gut verankert und bringen den linken Arm hoch zur Decke. Atmen ein hier, presst mit allem, was am Boden ist. Atmet aus und langsam zurück, linke Hand zum Boden. Hintere linke Ferse dreht hoch. Wir fädeln das rechte Bein durch, Knie beugt, atmen ein,
Atmen aus, rechtes Knie zum Boden, linkes Bein dazu. Setzt euch nach hinten in die Kindshaltung und atmet für drei lange, ruhige, tiefe Atemzüge. Eins, bewegt den Rücken. Zwei. Drei. Sehr gut. Findet euch wieder in eurem kreativen Zentrum. Spürt die Bodenverbundenheit, euren Fokus und auch, dass ihr Freiheit versucht, im Körper zu halten, während wir uns bewegen. Das passiert auch über Stabilisierung. Das heißt, lasst die Schultern gut verankert, lasst den Kopf entspannt. Kommt mit deiner Einatmung hoch, Hände, Knie. Und mit einer Ausatmung schiebt euch nach hinten ab, schon runter. Und wir bewegen uns wieder. Für drei lange, tiefe Atemzüge. Eins. Super, Leute. Lasst die Rippenbögen geschlossen. Vor allem, wenn ihr Pilates macht. Zwei. So, dass ihr spürt, die Brustwirbelsäule es unterstützt. Drei. Sehr gut. Und wir kommen wieder an in der Mitte. Finden unsere Hüften, unsere Beine oder Füße hüftbreit. Heben langsam mit einer Einatmung das linke Bein wieder nach hinten und oben. Hüften parallel oder offen, your choice. Atmet aus, Knie zur Brust, Schultern über die Handgelenke. Wir steigen mit dem linken Fuß nach vorne durch. Und wenn das nicht in einem geht, nehmt eure linke Hand und stellt den Fuß durch. Beide Hände um euren linken Fuß. Schultern verankern, Nabel ist fest. Wir strecken unser rechtes Bein ein klein wenig, atmen ein. Atmen aus, runden uns in den Unterbauch und heben mit der nächsten Einatmung unser Brustbein nach vorne. Atmen aus, stabilisieren Schultern, lassen Nacken lang. Wenn wir atmen, nochmal ein, machen uns rund, heben das Herz nach vorne. Atmen aus, verankern die Schultern, finden uns im Unterbauch. Letztes Mal, atmet ein, rundet euch. Für die Isolation, atmet aus, hebt das Herz nach vorne, lasst die Schultern verankern. Sehr gut. Von hier, eure rechte Hand kommt zum Boden direkt mit einer Einatmung unter eurer Schulter. Atmet aus, kommt auf die Außenkante eures rechten Fußes und das linke Bein steigt nach vorne. Und ihr habt hier drei Punkte von Kontakt. Den rechten Fuß hinten, den linken Fuß zur Seite, eure rechte Hand. Nützt alle drei, hebt euch hoch. Lasst mit einer Einatmung linke Hand hochkommen zur Decke. Atmet aus, führt den linken Arm am linken Unterschenkel vorbei. Die rechte Schulter bleibt verankert und wir gehen in Parshvajanasana. Super. Von hier mit einer Einatmung, Arm kommt wieder hoch. Atmet aus, guter Boden, Kontakt durch Hand und beide Füße. Wir tauchen nach vorne, unten, der Kopf darf gehen. Letztes Mal. Atmet ein. Und aus. Super. Brustbein darf noch wegziehen vom Nabel, wir kommen zurück. Atmet ein, linke Hand hoch. Atmet aus, ihr steigt auf euren linken Vorderfuß, legt die linke Hand ab. Rechter Fuß, Zehenspitzen und wir steigen zurück in die Kindshaltung. Lass die Stirn zum Boden kommen, lass die Schultern verankern. Wenn ihr wollt, hebt die Unterarme und Hände weg vom Boden und lasst die Handgelenke mobilisieren. Wir atmen ruhig für drei, gern mit kleinen Bewegungen. Eins. Zwei. Drei. Super, finden uns im Unterbauch, kommen an in der Mitte. Bewegung läuft aus. Hände zurück zum Boden. Nacken entspannt. Es führt das Zentrum im Körper, Nabel aktiv. Wir kommen mit einer Einatmung auf Hände und Knie. Und mit einer Ausatmung in den abgeschwollenen Hund. Und wir bewegen uns. Für drei Atemzüge. Eins. Wird die Schultern gut verankert. Zwei, findet die Rippenbögen. Ja, super. Drei, Spitze. Kommt in den Unterbauch und von eurem Zentrum hebt langsam mit der Einatmung das rechte Bein nach hinten und oben. Die Hüfte darf öffnen, die Hüfte darf parallel sein. Wichtiger sind eure Schultern. Atmet aus, bringt das Knie zur Brust.
und steigt nach vorne durch. Rechter Fuß durch das Tore Arme. Spitze, beide Hände um den rechten Fuß. Verankert die Schultern. Lasst die Beine aufspreizen. Findet euch im Unterbauch und wir runden uns mit einer Einatmung ein klein wenig hoch. Und mit der Ausatmung bleibt alles gleich. Und wir versuchen, die Wirbelsäule zu verlängern. Der Nacken ist frei. Wir machen das noch zweimal. Wir atmen ein, runden uns. Atmen aus, Länge. Eins. Letztes Mal, also wir waren bei zwei, atmen ein und atmen aus. Drei. Sehr gut, und dann findet euch wieder gut im Nabel. Lasst die linke Hand direkt und eure linken Schulter sein. Atmet ein, verankert die Schulter. Atmet aus, kommt auf die Außenbeine. Erinnert euch, rechtes Knie, Hüfte und Fuß sind in einer Linie. Linke Schulter stabil, atmet ein, hebt den rechten Arm hoch zur Decke. Atmet aus, aktiviert den Innenschenkel links. Atmet nochmal ein hier und mit der Ausatmung linke Schulter bleibt stabil. Tauchen nach vorne, rechten und Vorderfuß rechts. Setzen die rechte Hand ab, Zehenspitzen linker Fuß, rechtes Knie zum Boden, linkes Bein dazu. Setzt euch zurück in die Kindshaltung. Entlastet eure Arme. Schultern gut verankert. Und wir sind hier für drei. Ich nehme an, euch ist warm. Eins. Zwei. Für dieses Feuer, auch für Transformation. Immer wenn wir schneller uns anpassen müssen, brauchen wir das. Drei. Und ruht noch hier für die nächsten zwei Atemzüge mit diesem Bewusstsein von Feuer, vielleicht auch ein bisschen Anstrengung, aber Ruhe. Eins, schaut, ob ihr dadurch Kraft aufbauen könnt. Wenn ihr mehr die untertags braucht. Zwei. Sehr gut, und wir nehmen das mit. Bleiben ruhig, aber kraftvoll. Kopf darf entspannen. Unterbauch ist fest. Wir kommen mit einer Einatmung auf, Hände und Knie. Und mit einer Ausatmung in den abschauenden Hut. Findet euch hier wieder gut ankommen. Entspannt den Nacken. Ihr könnt die Fersen von Seite zu Seite schwingen. Ihr könnt die Knie beugen und pendeln. Immer wieder geben uns die Schultern und unsere Arme oder auch unser Handeln Stabilität. Und wann immer wir uns frei geschickt und gedreht haben, lasst uns wieder treffen. Im abschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Fersen ziehen Richtung Boden, Knie leicht gebeugt, Becken leert aus, Kopf entspannt. Mache ein Vinyasa, schau, ob ihr es flüssig machen könnt mit einer Einatmung. Wir kommen mit Schultern über Hände. Atmen entspannt, Füße legen atmet ein, legt euch leicht nach vorne, Steißbein Richtung Knie, atmen und Schultern fallen zuerst zum Liegen, Schultern rollen zurück, Steißbein kippt zum den Fersen, wir kommen mit der Einatmung, Herz führt hoch, Kopf darf sich oben entfalten, ohne dass er führt und mit der Ausatmung kommt wieder langsam nach vorne und unten. Wir drücken uns hoch, Steißbein zu den Fersen, Nabel fest, mit einer Einatmung Hände, Knie, mit einer Ausatmung abschauende Hund. Super. Findet wieder die Schultern stabilisieren, schließt die Rippenbögen, die ganze Vorderlinie und wir kommen in die Knee Rolls. Das kommen an in einem neutralen Adho Mukha Svanasana, abschauenden Hund und fließen mit einer Einatmung nach vorne. Schultern über Hände und mit einer Ausatmung dynamisch ziehen wir uns nach hinten. Kommen mit einer Einatmung mit Schultern über Hände, die Knie beugen, der Nabel ist fest, Unterrücken lang und schieben uns dynamisch mit einer Ausatmung nach hinten. Zwei.
Letztes Mal. Atmen ein und atmen aus. Spürt diese Entfaltung der unteren Wirbelsäule am letzten Ende. Sehr gut. Wir beginnen mit dem rechten Bein. Heben mit der Einatmung das rechte Bein nach hinten und oben. Atmen aus, Knie zur Brust, Schultern über die Handgelenke, steigt nach vorne durch. Sehr gut. Hebt euch nochmal halb hoch hier. Atmet ein, Schultern verankern. Atmet aus, linke Ferse fällt, rechtes Gesäß biegt zur Richtung, linke Ferse nach hinten und wir kommen hoch, Vira 2, das heißt wir schauen zur Seite. Wir atmen ein, linker Arm trägt uns hoch und mit einer Ausatmung kommt an, hier in Vira 2. Und ich ermutige euch, das Becken wirklich mit Steißbein zum Boden zu bringen, die Vorderseite eurer Leiste zu öffnen und hier anzukommen. Innenseite rechtes Knie und linke Ferse streben voneinander weg. Von hier, wir beginnen mit dem rechten Arm. Denkt an die Meditation am Anfang. Mit der Einatmung der rechte Arm kommt über der Vorderseite unseres Körpers zur linken Schulter. Mit der Ausatmung, wir wischen etwas weg. Arm streckt sich, wir atmen ein. Atmen aus, wir können gleich in dieses Framing of the Heart gehen, wo wir die Hände überkreuzt, rechte Hand vor linken zum Herzen bringen. Atmen ein hier, geht ins Feuer, atmet aus, Stirn beugt zum Herzen. Wir bringen beide Arme hoch, heben den Kopf, atmen ein. Atmen aus, kommen in Chaya Mudra, Schultern gut verankert. Super. Atmen ein, heben Blick und Arme. Atmen aus. Beide Hände kommen zurück zum Boden. Hintere Ferse dreht hoch. Wir atmen ein, steigen im rechten Bein zum linken. Atmen aus, kommen in die Kindshaltung, auch gerne mit Knien weiter. Findet wieder eure Atmung. Integriert die Kraft und den Fokus. Sind dafür 3, 1. Boden gut spüren. Sinken mit der Ausatmung. 2. Ihr wollt fokussiert jetzt schon ein Ziel, wofür die Kraft braucht. 3. Und schaut ihr, dass der Kopf nicht fühlen muss, sondern dass er entspannt bleibt. Und wir führen mehr so von der Rückseite des Herzens, wenn wir mit der Einatmung hochkommen, auf Hände und Knie. Mit der Ausatmung unsere Hände nachsetzen, sodass wir uns wieder unterstützen können. Gleiches gilt für unsere Knie. Die Füße dürfen helfen, dass wir die Knie anheben. Wir atmen ein, finden uns im Zentrum. Und mit der Ausatmung schiebt euch nach hinten, wieder Schultern super stabil, sodass der Kopf nicht halten muss, innen abschauen von uns. Und beginnt wieder langsam zu pulsieren. Mit einer Einatmung darf sich der Rücken runden. Mit einer Ausatmung, wir sinken mit langem Rücken nach unten. Wir machen das noch 2 Mal. Wir atmen ein, runden uns. Atmen aus, Länge in der Wirbelsäule. 2. Letztes Mal, atmen ein, runden uns. Atmen aus, Länge in der Wirbelsäule. 3. Super, wir gehen in Vira 2 auf der anderen Seite. Lasst euer Bein nach oben treiben vom Zentrum mit einer Einatmung, wenn das linke Bein hebt. Super, atmet aus. Knie zur Brust, Schultern über die Handgelenke. Steigt nach vorne durch. Wenn es nicht in einem geht, nehmt euren Fuß, stellt ihn durch. Beide Hände um euren linken Fuß. Lasst euch Zeit, lasst die Schultern zurückrollen. Atmet ein, hebt euch halb an. Atmet aus, rechte Ferse fällt. Linkes Gesäß bleibt Richtung rechter Ferse. Wenn der rechte Arm euch hochträgt, mit einer Einatmung. Von Nasenspitze zur Krone, zur rechten Ferse hinten. Und mit einer Ausatmung, wir kommen an im abschäumenden Hund. Lasst wieder euer Steißbein zum Boden drehen. Findet, wie tief ihr hier sinken könnt, ohne dass ihr den unteren Rücken opfern müsst. Und wir beginnen wieder mit dem vorderen Arm, mit dem linken, für unser Ritual, für den Neubeginn, mit einer Einatmung. Arm kreist von vorne Richtung unserer rechten Schulter. Mit der Ausatmung, wir können was wegwischen. Mit einer Einatmung können sich die Arme wieder strecken. Ich nehme uns drüber, Kopf, ihr seid beim Herzen. Mit einer Ausatmung, wir framen das Herz. Linke Hand ist vor der rechten und die Schultern fallen.
Atmet nochmal ein, spürt, dass ihr hier euch in die Länge hebt und mit der Ausatmung lasst eure Stirn zu eurem geframten Herzen fließen. Nehmt nochmal den Unterbauch und dann mit der nächsten Einatmung kommen beide Arme wieder hoch vom Herzen Richtung Decke, Schultern verankert. Atmet aus, beugt die Ellbogen für Chaya Mudra. Atmet ein, hebt den Blick, hebt die Hände. Atmet aus, beide Hände, Arme lösen und wir kommen zurück nach unten. Der Fersen dreht hoch, wir atmen ein, atmen aus, steigen mit dem linken Bein zum rechten, kommt nach unten in die Kindshaltung und entspannt. Fünf lange, ruhige, tiefe Atemzüge. Super. Eins. Zwei, macht, was immer euch gut tut, vielleicht ein Wiegen, vielleicht ein Kreisen der Handgelenke. Drei. Vier. So, ihr spürt, ihr könnt den ganzen Tor so ausfüllen mit eurer Aufmerksamkeit, mit dem Atem. Und fünf. Super, und dann spürt, ob ihr euch gut verankern könnt. In eurem intuitiven Teil, auch im Bauch, dort, wo unsere physische Mitte ist. Lasst den Kopf entspannt. Und dieser intuitive Teil darf auch euren Kopf ein wenig nach vorne tragen, wenn ihr mit einer Einatmung hochkommen auf Hände und Knie und mit einer Ausatmung Schulter verankert in den abschauenden Hund. Wir finden nochmal diese Kraft, die wir in unseren Armen haben, auch mit dem, wie wir was tun und was wir tun, und verbinden das gut mit dem Zentrum unseres Körpers. Und beginnen wieder mit den Core Waves. Das heißt, hier dürfen die Füße pushen und wir kommen mit einer Einatmung mit Schultern über Hände in die Planke. Und mit einer Ausatmung beugen die Knie, aber wir lassen die Unterschenkel weg vom Boden und schieben uns fließend nach hinten in den abschauenden Mund. Wir machen das noch zweimal. Atmen ein, kommen nach vorne. Atmen aus, lang Unterrücken, Kopf geht. Zwei, letztes Mal. Atmen ein, atmen aus, lang Unterrücken. Drei. Spürt nochmal die Entfaltung hier. Spürt, dass ihr die Arme wirklich aktiv benutzt. Atmet ein und mit der Ausatmung beginnt langsam nach vorne zu wandern. Mit euren Füßen, Richtung eurer Hände. Wir steigen nicht, wir springen nicht. Ihr könnt das immer tun, wenn ihr wollt. Just saying. Kommen an in Uttanasana, mit beiden Schultern wieder gut verankert, heben uns mit einer Einatmung halb hoch und mit einer Ausatmung Schulterblattspitzen vertiefen, wieder Richtung Back, kommen in die Tiefe, vorwärts beide Uttanasana. Lasst die Schultern verankert, findet euch im Zentrum und kommt mit langem Rücken, Rückseite zum Stehen, beide Arme über Kopf, atmet aus, beide Hände zum Herzen. Samaskiti. Spüre mal, wie sich euer Schultergürtel, euer Brustbereich anfühlt und ob ihr vielleicht von dem doch vielen auf den Armen vorne sein ein wenig mehr hinten aktivieren wollt, sodass ihr diese Weite spürt. Gleichzeitig gibt uns diese Weite Präsenz, aber nicht notwendigerweise Arroganz oder Stolz. Spürt hier eure Atmung nochmal nach oben steigen, den Raum erkunden für zwei. Eins. Super. Und zwei. Sehr gut. Und dann von hier atmet ein, langsam die Hände voreinander. Atmet aus, lasst die Arme wieder sinken. Ich drehe den Bein. Ja, ich drehe mich so, dass ich euch nicht verliere. Komm langsam mit der Einatmung, rechtes Knie hoch zur Decke. Atmet aus, rechtes Knie übers linke für Garudasana. Die rechte Hüfte will gern nach außen drehen, haltet sie nach hinten gedreht zurück, bleibt im Unterbauch. Hebt mit einer Einatmung beide Arme weit. Atmet aus, setzt euch ein klein wenig tiefer. Diesmal beginnen wir mit unserem linken Arm. Das heißt, von hier mit einer Einatmung unsere
linker Arm kreist vorm Kopf zur rechten Schulter. Wir atmen aus, schieben hinter unserem Hinterkopf was weg. Atmen ein und framen unser Hart. Sehr gut. Atmen ein hier, atmen aus, Stirn beugt zum Herzen. Heben beide Arme, atmet ein Richtung Decke. Atmen aus, kommen in Chaya Mudra. Atmen ein, schauen leicht hoch, strecken das linke Standbein, lösen das rechte. Atmen aus, steigen im rechten Bein zum linken, Arme sinken, wir spüren das Wachsen und stehen entspannt, rechter Fuß gleich belastet wie linker in Tadasana. Finde deine ruhige Atmung für drei, ihr dürft gerne shiften. Spürt, dass ihr mit der Ausatmung auch Konzentration, Fokus oder Spannung abgeben könnt an den Boden. Eins. Zwei. Wirklich ein Loslassen von der Atmung. Drei. Super. Und dann von hier, wir switchen auf die andere Seite. Ich freue mich so, dann sitze ich mich besser. Wir heben wieder vom Unterbauch. Mit einer Einatmung langsam unser linkes Bein an, nach oben. Hüfte bleibt weit, Leiste bleibt weit. Mit einer Ausatmung darf das linke Bein übers rechte kommen. Die Unterschenkel können sich so einhaken. Wenn ihr so arbeiten müsst, ist es auch okay, wenn es nicht anders geht. Lasst die linke Hüfte zurück. Beide Arme kommen mit einer Einatmung parallel zum Boden hoch. Mit einer Ausatmung findet die Schultern. Sehr gut. Lassen wieder den rechten Arm als erstes kreisen. Mit der Einatmung Richtung linker Schulter. Mit der Ausatmung, wir wischen was weg. Gleichzeitig, wir spüren uns noch in der linken Hand. No isolation. Atmen ein hier. Atmen aus. Kommen, framing the heart. Mit linker Hand vor rechter. Sehr gut. Atmet ein hier. Atmet aus. Stirn beugt zum Herzen. Spürt die Bodenverbindung, den Nabel. Von hier streckt rechtes Bein, atmet ein, bringt Arme und linkes Bein hoch, befreit es, atmet aus, löst die Arme, linkes Bein fällt und wir spüren dieses Wachsen. Lasst wieder die Spannung gehen, spürt die Knie beugen, wenn ihr das wollt, gebt das Herz und atmet ruhig für drei. Kommt in die Füße in den Boden, eins, super. Spürt die Atmung aufsteigen bis ganz nach oben und du die Schlüsselbeine auch ausfüllen. Zwei. Und drei. Sehr gut. Und dann von hier bleibt mit eurer Aufmerksamkeit am Boden. Gib trotzdem mit einer Einatmung beide Arme hoch zur Decke. Atmet aus. Lass die Hände mit Handflächen aneinander legen. Atmet ein. Beugt die Ellbogen und mit einer Ausatmung kommt in ein stehendes Chaya Mudra. Das heißt, unsere Hände berühren mit den Daumen unseren Hinterkopf. Das ist so unser Lungenmeridian da oder auch unsere Prana-Leitung Nummer 1, wenn es um Atmen geht. Und wir berühren diesen automatischen Teil unseres Gehirns, dort, wo viele alte Programme laufen vielleicht noch oder auch schon umgewandelt sind oder sich noch mehr umwandeln müssen. Und wir schicken die Atmung ganz bewusst in diesen Teil von uns hinein, in unser Stammhirn. Und beruhigen uns durch den Kontakt und mit der Atmung und dem Teil unseres Kraniums, unseres Gehirns. Letztes Mal. Drei. Gut. Und dann von hier, hebt langsam wieder beide Hände, schaut hoch mit euren Augen Richtung eurer Hände, atmet ein. Ihr könnt hier alles reinlegen in dieses Ritual, was euch wichtig ist. Und mit einer Ausatmung lasst wieder beide Hände zum Herzen kommen. Spürt auch, wenn die Arme beieinander sind, in Anjali, vielleicht kann dieses Wachsen in euch noch drinnen sein, von wie die Arme über die Seite gekommen sind zum Boden. Und dann wir offerieren, lösen die Hände, bringen mit einer Einatmung beide Arme hoch und kommen mit einer Ausatmung in eine tiefe Vorwärtsbeuge. Legt die Fingerspitzen am Boden ab und lasst die Schultern wieder erden. Wir sind in Uttanasana, heben uns, ohne dass der Kopf mitgeht, mit einer Einatmung halb an. Atmen aus, lassen die Schultern wieder erden. Wir beginnen mit dem rechten Bein. Heben mit der Einatmung das rechte Bein nach hinten.
Stellt sicher, dass die Zehenspitzen zum Boden zeigen. Atmet aus, findet wieder Schultern verankert, bleibt im Unterbauch. Von hier mit einer Einatmung, wer will und kann, gebt beide Arme parallel zum Boden. Atmet aus, bleibt hier und spürt, dass ihr euch in alle Richtungen versucht zu verlängern. Und egal, ob ihr Hände am Boden habt oder angehoben, wir sind noch hier für zwei. Super, Leute. Eins. Jupp, lass den Nacken gehen. Schöner Dascher. Zwei. Sehr gut. Und dann von hier mit der nächsten Ausatmung, wer die Hände weg hatte, bringt langsam wieder die Hände zum Boden. Wir lassen als erstes die Schultern erden, treffen uns hier, steigen mit dem rechten Bein zum linken und kommen, Hände wandern nach vorne in die Kindshaltung und entspannen für einen Moment. Sehr gut. Spürt wieder die Fähigkeit von Fokus und Aktion in Ruhe und auch loslassen und aufgefangen sein zu gehen. Findet Präsenz wieder. Und spürt, es ist ein fließender Wechsel. Wir bleiben in keiner Polarität stecken von diesen beiden, sondern es darf sich immer gut ergänzen im Neuen. Und letzter. Drei. Schaut, ob ihr wieder zum Boden und zu seiner Kraft Verbindung finden könnt. Lasst den Kopf gehen. Führt von eurem Körper, von der Rückseite des Herzens. Wir kommen mit einer Einatmung auf Hände und Knie. Super, lasst die Schultern verankert, atmet aus. Lasst die Füße zum Boden kommen mit den Zehenspitzen. Und wir wandern langsam mit den Füßen nach vorne, wieder Richtung unserer Hände. Kommen mit Hände auf Fingerspitzen, können die Schultern verankern. Der Nacken darf gehen und die Füße haben eine gute Bodenpräsenz. Vom Chor nach unten arbeitend. Können hier mit einer Einatmung unser linkes Bein nach hinten heben. Zehenspitzen vielleicht zum Boden, Innenseite linkes Bein aktiv. Atmet aus, lasst die Sitzbeinhöcke einander küssen. Der Nacken bleibt lang, vielleicht lasst ihr die Fingerspitzen am Boden. Vielleicht gebt ihr Push und hebt langsam eure Arme mit einer Einatmung parallel zum Boden. Atmet aus, spürt wieder, dass ihr euch in die Länge zieht und der Kopf ist frei, der Kopf ist nicht stark. Und eins. Acht, kein Problem. Zwei. Sehr gut. Arme und die Hände wieder mit der Ausatmung zum Boden kommen. Wir treffen uns hier, beugen mit einer Ausatmung das rechte Knie. Lass das linke Bein zum Boden kommen. Steigt mit dem linken Knie zum Boden, mit dem rechten Bein dazu. Lass beide Beine über die Seite kommen. Und kommt nach hinten und unten zum Liegen. In eine vollständige Entspannung für den jetzigen Moment. Schaut, ob eine Hand am Bauch sein kann, die andere Hand am Herz. Und ich will, dass ihr vielleicht spürt, wie euer Herz klopft. Vielleicht, wie die Atmung sich langsam wieder beruhigt. Und dass ihr mit eurer ruhigen Präsenz in diese Lebendigkeit hineinfließt und schaut, wo immer der Körper jetzt entspannen kann. Aber behaltet euch den Zugang zu dieser rhythmischen Kraft. Und pulsiert hier noch mit ihr, bis der Atem sich beruhigt, für drei Atemzüge. Eins. Zwei. Und drei. Mein Gott. Dann schaut, ob ihr wieder dieses stille Zentrum gefunden habt in euch. Löst langsam eure Hände vom Bauch und Herz. Bringt die Arme mit deiner Einatmung angenehm entweder hoch zur Decke oder wer es ein bisschen schwieriger haben will, Richtung Ohren. Atmet aus, wo ihr seid, mit Armen oben Richtung Decke oder Richtung Ohren. Lasst die Schultern nochmal erden. Ihr könnt die Beine aktivieren, sie gestreckt lassen oder leicht beugen. Wir atmen nochmal ein hier, finden Nabel aktiv, Rippenbögen aktiv und kommen mit einer Ausatmung, Kopf darf heben, langsam Schultern gut verankert, zurück nach oben. Super, Andrea, zum Sitzen. Spitze, super schön alle. Wir kommen über die Seite,
Letztes Mal setzen beide Hände, steigen zurück und machen uns noch einmal bereit, in eine längere Position zu gehen, in Pigeon. Wir arbeiten noch immer an der Gallenblase, das heißt an unseren Entscheidungen, sodass der Meridian derzeit sweetly tuned ist für alles das, was sich gerade verändert und was wir vielleicht entscheiden müssen. Und atmen noch für 3, 1. Ruhige Atmung, 2 und 3. Sehr gut, kommt gut an hier. Lass beide Füße ungefähr hüftbreit, linkes Bein kannst du mit der Mehr zur Matte steigen. Und mit der Einatmung kommt das rechte super weich nach oben, wie wenn es hochtreibt. Und mit der Ausatmung kommt wieder das Knie zur Brust, die Schultern über die Handgelenke. Und wir legen unser rechtes Knie, drehen es nach außen und legen es hinter unser rechtes Handgelenk ab. Der linke Fuß darf sein mehr bei der Leiste. Wenn ihr wisst, dass ihr die Hüften genug geöffnet habt, auch ein bisschen nach vorne gedreht. Wir flexen nochmal unseren linken Fuß hinten, spüren, dass wir das Bein so ein bisschen anheben können, in die Länge ziehen können, atmen ein und können dann mit einer Ausatmung langsam da ankommen. Und ich hätte gerne, dass ihr spürt, dass ihr mit dem rechten Gesäß euch langsam dem Boden annähern könnt. Und wenn das nicht geht, legt euch was drunter, ja, sodass die Hüfte entspannen kann. Und euer hinteres Bein, von der Idee her, sieht man das noch? Ja, dreht mit den Innenschenkel hoch zur Decke. Das heißt, ihr spürt, dass wenn der linke Innenschenkel hochdreht, die Hüfte ein bisschen mehr nach vorne dreht. Ja, und ihr schaut, ob ihr euch hier wohlfühlen könnt und dann langsam nach vorne und unten kommen könnt. Ja, zum Liegen auf den Unterarmen. Sehr gut. Lass die Schultern wieder weit werden. Lasst den Nacken entspannen und ich hätte gern, dass ihr eine Dehnung habt in eurem rechten Gesäß. Ja, und ich hätte jetzt für euch, würde ich mir wünschen, dass ihr spürt, wenn die Dehnung stark ist, dass ihr nicht beginnt in dem, wo wir spüren, wir kommen an Grenzen und die Spannung steigt, ja, dass ihr euch nicht panzert oder verhärtet, sondern dass ihr spürt, okay, ich spüre das, ich bin an einer Grenze und ich entscheide mich, gehe ein Stückchen zurück und warte. Oder bleibe ich ruhig und präsent an der Grenze und lasse mich einladen von innen nach außen, was immer da vielleicht kommen mag aus mir, das mir hilft, da mal Ruhe zu finden. Einige von euch erinnern sich vielleicht an das Mudra von der Woche. Ein bisschen Distanz und dann ganz bewusst eine Entscheidung zu treffen, wie ich handle oder wie ich auch reagieren will. Und ihr könnt hier still sein oder euch leicht bewegen. Und wir sind hier noch für 5 lange, ruhige, tiefe Atemzüge. 1. So, dass ihr die Atmung wieder im ganzen Tor so spürt. 2. Schaut, ob ihr vollkommen in euch wieder ankommen könnt. Ganz langsame Atmung. 3. Alle Lungenbläschen dürfen sich entfalten und bewegen. 4. Und 5. Sehr gut. Und bevor ihr euch bewegt, spürt, dass nicht der Kopf führt. Spürt, dass ihr den Bodenkontakt habt durch die Hände und dann vielleicht euer Zentrum findet, den Nabel aktiviert. Und dann erst die Arme ein wenig streckt. Der Kopf ist noch neutral, das ist der Grund, warum ich euch derzeit nicht anschaue. Atmet ein. Mit der Ausatmung lasst die Hände nach hinten wandern. Spürt, wenn was unter dem Gesäß liegt, dass ihr das wegnehmen könnt, weil dann können wir so ganz faul auf die rechte Seite kippeln mit der Einatmung. Ihr könnt auch daheim. Und mit einer Ausatmung lasst euer linkes Bein mit dem Fuß oder mit dem Knie zu eurem rechten Fuß kommen. Ja, so dass wir in der Deer-Pose sitzen. Das heißt, unser rechtes Bein ist in einer Außenrotation und unser linkes Bein ist in einer Innenrotation. Die linke Hüfte muss nicht ganz am Boden sein. Das hängt ab von eurem Acetabulum, das heißt dem Hüftgelenk selber und wie der Trochanter ausgerichtet ist und so weiter. Dass ihr bemüht euch so gut als möglich zu sitzen. Mit beiden sitzt man höher am Boden, aber ohne dass ihr Schmerzen habt auf der Oberseite der Hüfte oder auf der Außenkante der Hüfte.
Und von hier, wir finden diese Basis, die uns gut trägt, und heben wieder mit einer Einatmung beide Arme. Super. Atmen aus, finden unsere Schultern wieder verankert. Das heißt, wir gehen so gut wir können von Moment zu Moment mit frohen Mutes voran. Beginnen mit unserem linken Arm diesmal, der nach innen gewendet ist. Kreisen mit einer Einatmung unserer Körperseite hier Richtung unserer rechten Schulter. Atmen aus, können uns vorstellen, dass wir wirklich was wegwischen, was mitnehmen und gehen lassen. Vielleicht seht ihr es so wegtropfen von eurer linken Hand. Wir atmen nochmal ein hier. Atmen aus, geben unserem Herzen ganz bewusst einen Rahmen. Vielleicht ist er neu, vielleicht ist er bekannt, das entscheidet ihr. Rechte Hand vor das linke Handgelenk. Lasst eure Stirn wieder zum Herzen beugen. Spürt noch immer, dass ihr wachsen könnt. Atmet ein. Und mit der Ausatmung findet euch im Unterbauch. Wir offerieren genau diesen Akt oder diese Handlung oder diesen Vorgang in uns nach oben zu unserer eigenen spirituellen Welt. Atmen ein, beide Arme kommen über Kopf. Und mit der Ausatmung, wir gehen in Chaya Mudra. Das heißt, die Ellbogen beugen, die Hände fließen nach hinten, Handgelenke sind noch gekreuzt und der Kopf darf leicht in eure Hände drücken. So weit, wie es angenehm ist für die Schulter oben. Keine Schmerzen im AC. Super. Und dann von hier lasst nochmal beide Arme heben, mit einer Einatmung und strecken. Und mit einer Ausatmung lasst die Arme wieder sinken und spürt das Wachsen. Spürt das Wachsen vor allem in der Brustwirbelsäule und im Nacken. Super. Von hier, sobald die Hände am Boden sind, Schultern verankert, wir legen uns ganz nach rechts mit einer Einatmung. Atmen, ausnehmen und unser linkes Bein zum rechten. Bringen unsere Hände vor uns, schieben unsere Knie zurück. Bei mir schaut es wahrscheinlich anders aus als bei euch, weil ich einmal um 90 Grad gedreht bin. Und kommen nach hinten in den abschauenden Hund. Das heißt, ich hätte euch gern wieder da. Und macht das so, dass ihr euch noch immer gut in den Schultern spürt und den Bodenkontakt wahrnehmen könnt. Und sobald wir hier uns wieder entfalten können im abschauenden Hund, findet, dass ihr die Füße aktiv nutzen könnt, dass ihr die Arme aktiv nutzen könnt. Das heißt, dass wir unsere Schritte jeden Tag, egal wie klein sie sind und nur in welchem Bereich, vielleicht beim Zusammenräumen oder wie auch immer, genauso wie unser Handeln nutzen können, um immer wieder mit unserem Zentrum in Verbindung zu kommen und uns auch hier dann erfolgreich zu fühlen. Und noch dafür zwei. Wenn wir vielleicht nicht so viel uns bewegen können momentan. Eins. So dass wir jeden Tag für uns Fortschritt kreieren können und auch Achtsamkeit. Zwei. Und genau wissen, was wir tun und warum wir es tun. Spitze. Wir gehen auf die andere Seite. Rechtes Bein mit der Matte. Wir heben das linke Bein weich wie auf einer Wolke. Mit einer Einatmung nach hinten und oben. Atmen aus, ziehen unser Knie zur Brust, die Schultern über die Handgelenke, der rechte Fuß presst. Und wenn ich, euer linker Fuß kommt mehr so Richtung rechter Leiste und die Schultern bleiben weit. Super. Und dann von hier kann langsam das rechte Bein nach hinten strecken. Ihr könnt es auch nochmal aktiv anheben und dann schauen, ob ihr hier mit dem Gesäß zum Boden kommt mit eurer linken Hälfte. Und wenn das nicht geht, macht euch nichts draus, legt euch was drunter. Wichtiger ist mir, dass ihr spürt, dass ihr die linke Hüfte nicht kippeln lasst, sodass die rechte hochkommt und ihr sitzt auf der Seite, sondern dass ihr euch wandern unterstützt und ihr merkt, die rechte Hüfte kann noch immer nach vorne drehen, sodass wir ein bisschen auch den Hüftbeuger mitnehmen können hier. Alles, was ihr braucht für Knöchel, Gesäß, ist okay. Das heißt, pad yourself up, sodass ihr euch nice und cozy fühlt, also ganz angenehm und bequem. Und dann schaut, ob ihr langsam hier, Fuß darf hinten auch entspannen, Innenschenkel dreht hoch zur Decke, langsam hier nach unten kommen können und ganz sanft uns annähern an unsere Spannung im Gesäß, in den Außenrotatoren. Ja, wo wir uns stabilisieren, wo wir gerade stehen, aber auch Schritte planen, die so ein bisschen mehr Raum haben zu beiden Seiten von Entscheidungen her. Und wo immer ihr seid, vielleicht seid ihr ganz unten, vielleicht seid ihr höher oben, schaut, ob es möglich ist, die Veränderung im Körper zu spüren. Wir nehmen den Körper immer als unterste Stufe, das irgendwann auch im Geist und in den Emotionen anwenden zu können.
und zu schauen, wie ich, wenn ich das erkenne oder spüre, wie ich damit umgehe. Und ich panze mich nicht, sondern ich versuche das zu spüren und schaue, ob mir das zu viel ist. Wenn es mir zu viel ist, gehe ich ein bisschen hoch oder nehme mehr Distanz dazu, ohne den Kontakt zu verlieren. Oder wenn ich ein bisschen mehr Imprint habe, dann lege ich mich hinein. Das heißt, ich gehe ein Stück weiter und schaue, wo immer es mir halt gut tut. Super. Bleibt offen, Entspannung. So gut es geht. Wir können das steuern einmal mit unserer Aufmerksamkeit, die Offenheit, indem wir da sind. Und wir atmen noch ruhig für 3. 1. 2. Drei. Super. Man spürt wieder, dass der Kopf nicht führen muss. Wir versuchen das, wenn wir in Situationen sind, wo wir weniger Kontrolle haben als normal, dass wir da Kontrolle übernehmen. Das heißt, lass den Koffer mal relaxen. Wir kommen langsam mit einer Einatmung wieder ein klein wenig hoch. Ja, Kopf darf passiv bleiben, atmen aus, wandern mit den Händen zurück. Können, wenn was unter der Hüfte liegt, uns ein bisschen wegnehmen, das weglegen, sodass wir angenehm kippeln können. Auf unser linkes Gesäß am Boden und das rechte Bein darf von hier, von hinten, wieder mit einer Einatmung langsam nach vorne können kommen. Ihr könnt gerne machen oh, und ankommen zum Sitzen. Sehr gut. Polstert euch auch da auf, ja, wenn ihr auf einem Boden sitzt und ihr merkt, euch tut was weh, sodass ihr keine Schmerzen habt, sondern dass ihr euch wohlfühlt. Je nach Hüftgelenk, linke Hüfte gut verankert, rechte Hüfte vielleicht ein bisschen weg vom Boden. Spürt, was euer Körper euch gibt vom Gelenk für die Innenrotation auf der rechten Seite und findet wieder so gut als möglich Wirbelsäule lang. Super, und von hier dürfen langsam beide Arme aufsteigen mit einer Einatmung. Super, mit einer Ausatmung schultert verankert. Wir beginnen mit dem rechten Arm, kommen mit einer Einatmung über die Mittellinie. Durch die Mitte auch in unserem Gehirn, wenn wir Seite crossen, mit der Ausatmung nach hinten zu unserem Hinterhaupt. Wir können dort was wegwischen, was Imaginäres. Aus unserer Basis, was uns vielleicht momentan nicht dienlich ist. Mit einer Einatmung wieder den rechten Arm strecken. Und mit einer Ausatmung linke Hand vor rechter. Kommen wir mit beiden Händen Herzen beugen. Dann nochmal reinlegen, was immer wir reinlegen wollen. Für diesen neuen Rahmen, den wir uns ganz bewusst zumindest als Ritual jetzt einmal bereitstellen. Und dann von hier mit einer Einatmung wieder den Blick heben, die Hände heben, das nach oben offerieren, auch in unsere spirituelle Welt. Und mit einer Ausatmung nochmal in Jaya Mudra kommen. Ellbogen beugen. Schließt die Rippenbögen, bleibt im Unterbauch. Und hier kommt nochmal nach oben mit einer Einatmung. Arme dürfen sich strecken. Super. Und mit einer Ausatmung dürfen sich die Hände voneinander lösen. Die Handflächen drehen vielleicht wieder zum Boden und ihr spürt diese kleine Luftpolster unter den Oberarmen, unter den Achseln, unter den Fingerspitzen und dass ihr nochmal wachsen könnt, während die Hände nach unten fließen. Spitze. Und dann von hier lasst die Schultern wieder erden, findet euch im Unterbauch, legt euch ein klein wenig nach links, atmet an und mit der Ausatmung nehmt mit der rechten Hand euren rechten Knöchel und stellt euer rechtes Bein zum linken. Super. Ich drehe mich nach vorne, ihr könnt sitzen bleiben. Lasst die Füße hüftbreit kommen, so wie es für euch angenehm ist. Spürt, dass ihr euch nochmal im Unterbauch gut verankern könnt, dass die Schultern verankern können. Wir gehen nochmal ganz über die Wirbelsäule rechts und links gleichmäßig nach unten. Heben nochmal die Arme hoch mit der Einatmung. Mit der Ausatmung können die Schultern gut finden, ohne dass der Kopf sich verspannt auf das Becken beugen. Und wir gleiten aus unserer sitzenden Position Wirbel für Wirbel. Ohne dass sich irgendwas anspannt oder wir was verlieren. Wir nehmen alles mit, was wir uns erarbeitet haben, langsam nach hinten und unten zum Liegen. Die Arme dürfen sich ausbreiten. Die Beine können gebeugt bleiben, wenn euch das gut tut für den unteren Rücken. Ihr könnt euch was drunter legen oder die Beine können sich strecken. Und ich hätte gerne, dass ihr spürt, dass ihr auf eurem Hinterkopf legt oder ruht.
und dass da auch viel freier Platz ist, vor allem so unter eurem Hinterkopf, dort, wo der Kopf in den Nacken übergeht. Und dass wir hier eine gute Freiheit finden, eine, die uns ermöglicht, aus vergangenen Erfahrungen konstruktive Führung zu finden, aber trotzdem uns genug Freiheit gibt auch, sodass wir in Situationen, vielleicht auch wenn wir gerade einen schwierigen Tag haben oder gehabt haben, egal in welche Richtung, egal ob keine Simulation da war oder zu viel, dass wir wieder spüren können, wir können uns da auch frei steuern. Das heißt, wir müssen nicht automatisiert anspringen auf Reize, sondern haben eine Wahlmöglichkeit. Und das erreichen wir in jedem Moment, in dem wir spüren, dass wir uns rausholen können aus etwas, in dem wir oder ein wenig Distanz schaffen dazu, dass wir den Boden spüren und dann in Kontakt kommen mit der Atmung. Das gibt uns auf der untersten Ebene von unserem Sein im autonomen Nervensystem diesen kleinen Break-Switch, diese kleine Pause-Taste, dass wir gut bei uns sein können und uns ein bisschen auch so liebevoll betrachten können, wohin wir gerade gehen wollen oder sein wollen oder ruhig sein wollen, was gerade für uns dran ist. Und dann lade ich euch ein, ganz langsam und achtsam den Kontakt, den ihr habt mit dem Boden, über den ganzen Körper auszubreiten. Das heißt, es nicht nur am Hinterhaupt zu spüren, sondern vielleicht auch in euren Fersen oder Fußsohlen, je nachdem, wie eure Beine liegen. Vielleicht auch so in eurem Becken und Beckenkamm. In eurem Schultergürtel, hinterm Herzen, Rückseite der Schultern, Rückseite der Arme, Oberarme, Handgelenke, Fingerspitzen, hinten. Und dann nochmal ganz bewusst in diese ruhige Atmung zu kommen und zu spüren, dass ihr hier vielleicht immer wieder ein bisschen pendelt. Entweder ihr konzentriert euch mehr auf dort, wo ihr gerade Bodenkontakt habt und Feedback vom Außen, wirklich physisches Feedback, neutrales. Oder dort, wo ihr gerade in eurer eigenen Bewegung hingeht, wenn ihr innen von außen oder innen nach außen und umgekehrt austauscht. Und also ihr spürt, wir dürfen da auch manchmal den Fokus shiften lassen in Ruhe, so dass wir beide Elemente integrieren können. Das Gute im Fluss sein, zwischen Polaritäten, und es ist alles frei und es fließt und nirgends stagniert. Oder diese gute, stabile Basis, je nachdem, ob wir mehr Sicherheit im gegenwärtigen Moment benötigen oder vielleicht mehr Erinnerung und auch Kontakt zu unserer eigenen Lebendigkeit. Und wenn ihr spürt, dass ihr in dem Shavasana heute eine Präferenz habt und ihr wollt nur das spüren oder ihr wollt auch komplett loslassen, vertraut da eurer eigenen Führung und tut es so, wie euch das nähert. Schaut, wo immer ihr vielleicht, wenn ihr so sanft mit dem Körper schmelzt und euch ausbreitet und trotzdem gut konzentriert seid und contained in eurer Energie um euch, wo ihr nochmal spüren wollt, dass ihr vielleicht gerade aktiv seid oder noch eine Spannung haltet, die nicht notwendig ist. Manchmal spüren wir das so auf der Vorderseite unserer Schultern, dass dann noch wir kontrahieren oder halten oder auch in unserem Kiefer, so dass die Zunge frei liegt, Rückseite der Knie. Und findet euch nochmal in eurer ganzen Kraft und auch in dieser ganzen Ruhe, sodass beides miteinander eins sein darf, dass unsere Stille belebt ist und wir in einem bewegten Leben auch immer wieder einen Stillpunkt haben, also einen ruhigen Fokus in dieser Bewegung.
Nun bleib noch da für ganz genießerische 5 lange, ruhige, tiefe Atemzüge. Ich zähle nicht mit. Ihr macht das für euch so, wie ihr spürt, dass ihr euch gut entfalten und wieder auffangen könnt. Und dann in eurer Zeit, mir ist wichtig, dass ihr euch langsam bewegt. Ich hätte gern, dass ihr spürt, von was sich als erstes bewegen will und auch von wo ihr euch bewegt. Also in eurer Zeit kommt dann zurück mit einer Hand am Bauch und mit der anderen Hand an eurem Herzen. Und spürt euch nochmal gut in eurer physischen Mitte und auch in eurer emotionalen Mitte. Spürt vielleicht auch die Wärme eurer Hände. Sobald ihr da angekommen seid oder schon da seid. Und spürt nochmal, dass auch die Präsenz, die ihr in euch leben könnt, andere unglaublich unterstützen kann. Und dass wir manchmal gar nicht viel mehr machen müssen, als ruhig und aufmerksam da zu sein, sodass es vielleicht jemand anderen unterstützen kann oder auch helfen kann. Und spürt, dass ihr das zuerst euch gebt, sodass es natürlich wird, es auch anderen weiterzugeben. Und ich lade euch ein, dass, wann immer das möglich ist, in den nächsten Tagen und vielleicht auch Wochen immer wieder ganz bewusst in euren Alltag zu integrieren. Wenn ihr wollt, nehmt noch ein Gebet mit für euch oder für jemand anderen. Und schließt langsam eure Übungseinheit wieder in Ruhe ab. Das heißt, verabschiedet euch von eurem inneren Tempel. Der Tempel bleibt für euch immer zugänglich, aber macht so leise eure Türen zu, sodass der Tempel auch ein spezieller Ort ist, wo nicht alles sofort hineinkommt. Lasst eure Hände, verneigt euch, wenn ihr wollt, innerlich nochmal vor eurem eigenen kleinen heiligen Ritual und langsam mit beiden Armen wieder über Kopf, wenn ihr liegt, streckt euch, wenn ihr sitzt, ihr dürft euch auch gerne da strecken und regeln, wenn gerade irgendwas passiert ist und ihr seid erst gerade zurückgekommen, ja, nochmal gehen, dann ausatmen und kommt dann entweder über die Seite, wenn ihr liegt, oder durch die Mitte langsam zurück zum Sitzen. Sehr gut. Ich komme ein bisschen her, noch nicht ganz, aber ein bisschen. Ja. Und sieh, nicht alle, weil es ein bisschen finster ist, aber das ist okay. Ich komme dann nachher noch näher. Danke fürs Licht. Hallo. Ja, und wünsche euch immer wieder Lebensfreude. Ja, das Schönste ist momentan die Natur. Das heißt, feiert mit ihr und erinnert euch auch an diesen Teil in uns, der eins ist mit dem Teil der Natur draußen, sodass wir diese Kraft auch ganz bewusst aufnehmen jetzt. Und immer wieder, auch wenn ihr euch gestresst spürt oder unter Druck, ja, oder das Gefühl habt, es wird ein bisschen was eng, schaut, ob ihr finden könnt, die Erdung und auch die Atmung. Das ist vielleicht jetzt nicht gleich so erkenntlich, welchen Zusammenhang das ist, aber es hilft dem Körper auf einer sehr tiefen Ebene, dass er den Stress nicht haltet und dann vielleicht mit der Zeit sich mehr in Balance bringt, sondern dass er dann gut in ihm ruht. Und das hilft, unser Bewusstsein ist das höchste Gut, das wir haben für unsere Zellen und das ist, hilft dem Körper auf einer tiefen Ebene sehr, sehr, sehr gut und baut gut auf über die Zeit, sodass wir eine solide Basis auch weitertragen, wenn wir wieder, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so lustig sage, in Freiheit sind.
ja? Sodass uns da nichts nachhängen kann von der Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Hat mich riesig gefreut, dass jeder einzelne von euch da war. Herzlichen Dank, dass wir uns besuchen. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt das schöne Wetter. Herzliches Namaste.